Und noch mehr Details sind zu Project Renee, aka der nächsten Sims-Generation, aufgetaucht, die deutlich besser als die letzten Leaks klingen. Ich habe euch bereits letztens schon neue Leaks zu Project Renee und dem aktuell stattfindenden Playtest vorgestellt. Jetzt wurden aber noch mehr Details aus den Spieledateien des Testprototypen extrahiert. So teilte DZXN22 auf Reddit ein paar neue, spannende Features, an denen die Sims-Entwickler für den Ersteller einen Sim-Modus gerade arbeiten. So sieht der Cast zum aktuellen, extrem frühen Zeitpunkt der Entwicklung aus. Ihr könnt ja aus verschiedenen Klamotten wählen und die einzelnen Kleidungsstücke detailliert in der Tiefe, also mit anderen Ärmel- oder Kragenvarianten, anpassen. Auch Hinweise zu verschiedenen übereinanderliegenden Ebenen von Klamotten sowie einem Slider für die Körpergröße der Sims wurde hier entdeckt. Der Erstelle einen Stilmodus wird wohl Kleiderworkshop genannt. Hier könnt ihr, wie bereits bekannt, Farben und Materialien definieren. Und auch soll die Darstellung von Fett am Körper der Sims, unter anderem im Gesicht, deutlich realistischer funktionieren. Auch bei den Haaren könnte es realistischer werden. Hier wird gerade wohl an Haarausfall und genereller Körperbehaarung herum experimentiert. Besonders verrückt, Pferde könnten bereits im Basisspiel enthalten sein. Grundfunktionen, Accessoires sowie Hinweise auf Einhörner sind hier vorhanden. Beachtet aber besonders, dass nichts davon zwingend im fertigen Spiel enthalten sein muss und alles aus diesem Video nur den aktuellen Entwicklungsstand widerspiegelt. Weiter denken die Sims-Entwickler über Mobilitätshilfen in Form von Rollstühlen nach. Mal sehen, ob es neben diesen später noch mehr Dinge geben wird. Ganz kurz, bei Instant Gaming gibt's die neue Leben und Tod-Erweiterung für unschlagbare 34,37 €. Link zum Pack und anderen in der Beschreibung. Jetzt mehr zum sogenannten Hub. Dieser war auch in den letzten Tests zu sehen und ein Raum für den Multiplayer-Teil und die von Benutzern erstellten Inhalte. Hier kann entweder mit Freunden gespielt oder ein schnelles Spielen mit Fremden initiiert werden. Natürlich behaltet ihr die Kontrolle darüber, mit wem ihr in einer Welt spielen möchtet. Auch ein Voice-Chat wurde in den Spieledateien gefunden. Trotz all dem gibt es weiterhin einen Singleplayer-Modus. Scheinbar wird es hier wohl auch eine Möglichkeit geben, CC-Inhalte direkt über das Spiel zu laden. Ein Meilenstein für alle, die viel damit spielen. Ein Wermutstropfen für die nächste Sims-Generation ist ein optionaler Season Pass angedacht, also ein monatlicher Betrag, den ihr zahlen müsst. Fraglich, ob dieser dann die Packs, wie wir sie bis jetzt kannten, ablöst. Und auch ein paar spannende Live-Modus-Funde möchte ich euch zeigen. Hier im Hintergrund seht ihr eine Konzeptzeichnung zur neuen Welt, die ihr ja schon kennt. Innerhalb dieser könnt ihr wohl mit einem U-Bahn-System herumreisen. Auch haben die Entwickler bereits in diesem frühen Stadium einen Marker für Objekte integriert, ob diese von Schnee bedeckt sein können. Vielleicht ist also sogar Wetter fürs Basisspiel angedacht. Zudem werdet ihr vielleicht noch mehr Kontrolle über eure Stadt erhalten. Hier sind aktuell Anpassungen an der städtischen Beleuchtung geplant. Auch zu den Emotionen der Sims, die es wohl wieder geben wird, haben wir jetzt Infos. Es sind diese 15 Stück hier. Die nächste Sims-Generation ist derzeit emotional eine Berg- und Talfahrt. Einige der Features finde ich persönlich genial, beachtet aber bitte, dass nichts davon bestätigt ist und sich alles bis zum Release noch ändern kann. Lasst unbedingt ein Abo da, um auch in Zukunft nichts mehr zu den Sims zu verpassen. Also dann, bis zum nächsten Video.